und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Phil und es freut mich, dass du eingeschaltet hast, hoffentlich pünktlich um 10 Uhr am Sonntag mit dem Käsebrötchen in der Hand. Und heute machen wir mal einen kleinen Ausflug in eins meiner Lieblingsländer, nämlich Schweden. Aber bevor das Ganze losgehen soll, ich danke euch erstmal vielmals für den Support. 100 Abonnenten, ich hätte gedacht, dass das Ganze vielleicht irgendwie erst zum Ende des Jahres hinklappt. Mich freut es natürlich sehr, dass ich bereits bei 100 Abonnenten nun angekommen bin und deswegen erstmal an alle, die dabei sind. Vielen, vielen lieben Dank und an alle, die noch nicht dabei sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und wenn euch die Videos gefallen, natürlich den Daumen nach oben geben würdet, denn so helfen wir dem YouTube-Algorithmus, mich besser zu platzieren, damit mehr Leute meine Videos sehen können. Aber jetzt ab nach Schweden. Wie schon letzte Woche angekündigt, soll es diese Woche um den Trebien Shop Alpaca Cardigan in dem Colorway Fog gehen, beziehungsweise Fog steht eben auch für Nebel. Vielleicht erstmal ein paar allgemeine Sachen zu dem Piece nochmal. Ich hatte da im Latest Pickup Video nur ganz kurz was zu gesagt. Trebien Shop ist eben eigentlich ein Retail Webstore, der andere Brands kauft und sie dann eben weiter verkauft. Beispielsweise Our Legacy, einer meiner Lieblingsbrands, Agnes Studios. Allerdings auch zum Beispiel Sachen wie Converse, New Balance, Nike. Nein, das heißt eigentlich Nike, ich weiß das. Manchmal sage ich auch trotzdem Nike. Seit einigen Jahren haben die Jungs und Mädels dort eben auch ihre eigene Klamottenlinie. Und zu Anfangs fand ich, hatte sich das Ganze sehr, sehr stark mit Our Legacy überschnitten vom Styling her. Das liegt aber auch daran, dass Trebien Shop und Our Legacy für viele Jahre lang zusammengearbeitet haben. Unter anderem auch einen gemeinsamen Store für eine Zeit lang hatten. Und mittlerweile kapseln sie sich, was das Design angeht, so ein bisschen mehr von Our Legacy ab und dementsprechend hatte das Ganze auch ein bisschen mehr meine Aufmerksamkeit in letzter Zeit bekommen. Ich habe schon lange, lange Zeit nach einem coolen Cardigan gesucht, also einen mit Knöpfen in dem Fall. Bevor das Ganze bei Trebien Shop online gekommen ist, gab es das Ganze schon bei Woodward zu kaufen und bei End Clothing und da war es halt so, dass die Cardigans echt schnell weg waren, unter anderem auch in Größe L. Ich dachte, ich würde Größe L brauchen. Ich habe dann bei Trebien Shop letztendlich selbst zugeschlagen, mir eine Größe 50, also Größe Large bestellt. Kurz auf Information dazu, ich bin 1,83 Meter groß, wiege 78 Kilogramm und trage für gewöhnlich meistens L, wenn es wirklich sehr groß geschnitten ist, aber auch gerne mal M. Oder wenn ich bei T-Shirts zum Beispiel einen normalen Fit haben will, trage ich in der Regel auch Größe M. Der Cardigan hat sage und schreibe 260 Euro gekostet. Ich weiß, das ist sehr, sehr viel Geld und ich habe bis jetzt auf dem Kanal eher Brands vorgestellt, die im Streetwear-Bereich sind und dementsprechend vom Preis her ein bisschen niedriger sind. Aber wie schon angekündigt, wollte ich eben auch Brands, die ich außerdem noch trage und in einer Welt der Mode, in der ich mich auch befinde, ebenso im skandinavischen Raum vor allem, wollte ich euch das natürlich auch ganz gerne vorstellen und eben euch was mit auf den Weg geben. Der Cardigan ist aus 48% Baby-Alpaka, 32% Merino-Wolle und 20% Polyamid gefertigt. Ja, ich hatte bis jetzt nicht das Vergnügen, über Stoffzusammensetzung viel reden zu können. Bei Strickware ist es allerdings häufig so, dass eben verschiedene Stoffe miteinander vermischt werden. Das hat unter anderem den Grund, weil man beispielsweise eine andere Ästhetik erreichen möchte, durch eben so ein Mischgewebe, weil zum Beispiel Wolle eher einen matten Charakter hat und wenn man zum Beispiel ein bisschen Glanz reinbringen möchte in irgendeiner Form, dann bringt man halt häufiger mal auch eben synthetische Fasern hinzu. Bei dem Cardigan ist es so, dass das Baby-Alpaka dafür sorgt, dass der Cardigan unheimlich weich ist, also diese haarige, weiche Optik kommt eben durch den Baby-Alpaka-Anteil. Durch die Merino-Wolle bekommt das Ganze so ein insgesamt glattes Gefühl aber. Wenn es nämlich reines Baby-Alpaka wäre, dann wäre der Cardigan auf jeden Fall insgesamt nochmal deutlich buschiger. Polyamid gibt dem Ganzen halt nochmal so ein bisschen Stabilität. Das ist die Zusammensetzung des Cardigans. Meiner Meinung nach ist das eine optimale Zusammensetzung, denn ich feiere zum einen Alpaka. Ich mag diese schöne, weiche und leicht haarige Optik. Merino-Wolle ist generell angenehm auf der Haut. Vielleicht als Information an der Stelle schon mal, wenn es darum geht, ja, mein Wollpullover kratzt, heißt das jetzt, dass er schlechte Qualität hat? Nein. Weil im Gegensatz zu normaler Wolle ist es bei Merino-Wolle so, dass die Faserdichte eben viel, viel kleiner ist. Das Ganze wird in Mikron ausgedrückt und bei Merino-Wolle befindet man sich da eher in einem niedrigen Bereich. Je niedriger das Ganze ist, desto feiner ist die Faser letztendlich auch. Und je größer dieses Mikron oder dieser Mikronwert eben der Faserdichte ist, desto kratziger wird das Ganze. Manche Textilien brauchen einen höheren Mikronwert, zum Beispiel wenn man jetzt an Heimtextilien denkt, dann hat das Ganze häufiger eben einen höheren Wert. Und wenn man vermeiden möchte, dass Strickware kratzt, dann sollte man eher eben Fasern benutzen mit einem niedrigeren Mikronwert. Wie schon bei meinen anderen Reviews werde ich als allererstes auf die Details eingehen. Natürlich was zu der Verarbeitung und Qualität sagen. Ihr wisst, der Inside-Out-Check darf natürlich wieder nicht fehlen. Und letztendlich werde ich euch natürlich was schon zum Fit zeigen.
Der Cardigan hat einen doppelt umgeschlagenen V-Neck-Kragen, könnte man quasi sagen. Also das Ganze läuft quasi so mittig ungefähr auf die Brust nach unten. Das Strickmuster auf dem Kragen ist anders als beispielsweise am Körper. Es erzeugt halt einen leichten Kontrast, könnte man sagen. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch passende Knöpfe zur Farbe des Cardigans. Ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, was für Knöpfe das sind, ob es Pair-Knöpfe sind etc. Ich kenne mich damit Knöpfen ehrlich gesagt nicht so gut aus. Wenn ich mich häufiger mit so Stricksachen auseinandersetzen würde, würde ich mich dann aber natürlich noch reinlesen und euch sinnvolle Informationen weitergeben. Was bei den Knöpfen ganz interessant ist, dass sie so eine graue Grundoptik haben, dunkelgrau und teilweise halt aber auch so ein helleres Grau gehen, dass das Ganze sehr, sehr schön zum Cardigan passt. An der Unterseite des Cardigans haben wir dann einmal auch so eine leichte Rippstrickoptik. Das Ganze wird dadurch eben ein bisschen abgerundet. Das gleiche finden wir auch an den Bündchen unten am Ärmel. Auch nochmal so eine Rippstrickoptik. Das Ganze lässt sich dann eben auch so ein bisschen dehnen. Eine Sache, die bei dem Cardigan auffällt, wenn man ihn so auf zum Beispiel einem Kleiderhänger hat, ist, dass die Vorderseite ein wenig kürzer ist als die Rückseite. Ich persönlich finde das bei einem Fit immer ganz cool, wenn so mit leicht asymmetrischen Formen gespielt wird. Beispielsweise, wenn das Ganze auch mal auf der linken Seite etwas länger ist als auf der rechten Seite. Und ich finde, das fügt sich bei dem Cardigan auf jeden Fall sehr schön ins Gesamtbild ein. Der angesprochene Kragen ist an der Stelle hier auf der Rückseite zusammengenäht und geht auch an der gleichen Stelle quasi in die Schulternaht über. Ein bisschen anders als bei den Summit-T-Shirts, die wir uns vor 2 Wochen angeguckt haben, wo eben auch der Kragen an einer bestimmten Stelle zusammengenäht wurde. Allerdings wurde dort bei der Konstruktion eben nicht darauf geachtet, dass das Ganze eben auch direkt in die Schulternaht übergeht und dann so ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Was man bei dem Cardigan schon auf einem Kleiderhänger sieht, ist, dass das Ganze abgesetzte Schultern hat. Also wir haben auch bei dem Cardigan coole Drop-Shoulders. Das ist auch ein sehr wichtiges Detail bei einem Cardigan, finde ich. Denn mir persönlich gefällt es bei Strickware generell nicht, wenn die Schulternaht eben auf der Schulter direkt aufliegt, sondern ich mag das Ganze ein bisschen abgesetzt. Von der Vorderseite kann man auch schon sehen, dass im Nacken das Trebian-Tag eingenäht ist. Darunter haben wir dann zum einen einen Ersatzknopf am Start und eben nochmal das Hang-Tag mit Trebian. Dieses Mal auch wieder in einer ganz leichten 3D-Optik, dass wenn man über das Trebian füllt, dass man das Ganze fühlen kann. Und auf der Innenseite eben mit einer Beschreibung, um welchen Artikel es sich hier eigentlich handelt. Das ist es quasi erstmal so zu den Details, aber natürlich wollte ich auch was zur Qualität, Verarbeitung sagen. Und ich würde erstmal im Groben und Ganzen sagen, ich bin sehr zufrieden. Natürlich schauen wir uns auch nochmal die Innenseite an und ich werde natürlich auch noch ein paar Kritikpunkte diesbezüglich äußern. Rein von außen gibt es keine großen Sachen, die mir persönlich aufgefallen sind. Die Sachen sind alle sehr, sehr sauber gearbeitet, sehr, sehr sauber gestrickt und auch sehr, sehr sauber genäht, wenn eben Nähte verwendet wurden. Eine Sache, die mir persönlich aufgefallen ist, ich halte den Cardigan deswegen auch einmal so möglichst offen hin, dass ihr das besser sehen könnt, ist hier, dass das Strickmuster einmal quasi ein brauner Faden komplett durchgeht an 2 Stellen. Das Ganze fällt jetzt, also mir persönlich auch besonders ins Auge und ist unter anderem einer der Gründe, warum ich jetzt quasi genau diesen Cardigan hier zurückschicken werde. Wie in wahrscheinlich jedem meiner Videos in Zukunft auch kommen, der Inside-Out-Check, der darf natürlich an dieser Stelle nicht fehlen. So, da haben wir das Ganze dann eben auch einmal umgedreht. Eine Sache, die beim Anschauen auffällt, ist auf jeden Fall, dass die Außenseite ganz leicht mehr gebürstet ist als die Innenseite. Das kann allerdings eventuell auch an der Rückseite des Strickmusters liegen. Insgesamt bin ich auch hier zufrieden. Ich zeige euch ein paar Stellen, wo ich allerdings ein bisschen Kritik üben würde. Und das ist zum einen unten dort, wo die Achsel zusammengenäht ist. Hier zum Beispiel stehen auch ein paar Fäden raus. Ich hatte schon häufig gesagt, ein paar rausstehende Fäden heißt nicht, dass die Qualität oder die Verarbeitung schlecht ist. Es ist allerdings so, dass es mir aufgefallen ist und man sieht halt hier auch, dass die Nähte so ein bisschen, ich sag mal, knubbelartig sind. Ja, das hätte man eventuell im Zweifel sauberer arbeiten können. Auch im Nackenbereich an der Stelle haben wir einen losen Faden. Ansonsten finde ich, dass das im Nacken auch hier sauber aussieht. Das Ganze wird relativ stabil sein. Zu den Nähten kann ich bei Strickware persönlich gar nicht so viel sagen. Auch hier wurden Overlock-Stitches benutzt. Das sind quasi die Sachen, die ich sonst immer als Einzelnähte bezeichnet habe. Aber der Fachtermini dafür ist eigentlich Overlock-Stitch, wo eben die beiden Stoffschichten nach innen geklappt werden und dann wird quasi einmal rumgenäht. Ich hatte schon mal gesagt, dass das Ganze zum einen mehr Stabilität gibt und zum anderen ist es auch so, dass wenn die Faser härter ist, beispielsweise ist das ein Grund, warum bei Sportbekleidung häufig eben Flatlock-Stitches benutzt werden, dass das Ganze eben auf der Haut anfängt zu reiben. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ihr Marathon läuft und habt auf der Innenseite so eine Kante, die raussteht, dass das Ganze auf der Haut vielleicht reibt. Das ist allerdings bei so weichen Waren wie Strick zum Beispiel überhaupt kein Problem und so eine Doppelnaht wie bei einem Hoodie zum Beispiel habe ich auch bei Strickware noch nie gesehen. Zusammengefasst würde ich sagen, dass die Qualität des Cardigans insgesamt gut ist. Die Nähte sind alle sauber verarbeitet, bis auf ein paar rausstehende Fäden oder wie angesprochen unter der Achsel beispielsweise, dass die Naht sich da so ein bisschen sammelt. Vielleicht ist das auch eine bewusste Entscheidung gewesen, weil man sich gedacht hat, dass das Ganze unterm Arm vielleicht ein bisschen empfindlich wird. Häufig ist es ja mal so, dass so Abreibungen am häufigsten auf Innenseiten zum Beispiel entstehen, auch am Ellenbogen als Beispiel. Und allgemein kann man, finde ich, zusammenfassend zum Cardigan von der Verarbeitung und von der Optik sagen, dass das Ganze sehr simpel gehalten wurde. Schwedische Mode zeichnet sich in der Regel durch Minimalismus aus und das Ganze finden wir auch bis auf die verwendeten Farben eben beim Cardigan wieder.
Über den ganzen Cardigan wurde das gleiche Strickmuster benutzt, sowohl beim Kragen als eben auch am Körper. Und lediglich unten an den Bündchen und am Bund haben wir eben eine Bahn, die auf rechts und eine Bahn, die auf links gestrickt wurde. Und dadurch bekommen wir eben diese Rip-Optik. Möglicherweise fragt ihr euch jetzt natürlich noch, warum ich das Ganze leider zurückschicken muss. Ja, das Problem ist, ich bin bewusst auf eine Größe 50 gegangen, da gesagt wurde, dass das Ganze etwas kleiner ausfällt. Und ich dachte, wenn ich normalerweise vielleicht nochmal eine 48 trage und das Ganze eben normal fittet, dann sollte mit 50 auf jeden Fall ausreichen. Aber ich habe mich leider getäuscht, denn für mich ist das Ganze ein bisschen zu klein. Ich glaube, das liegt vor allem so im Schulter-Rücken-Bereich. Ich habe halt ein relativ breites Kreuz, auch wenn ich ein bisschen schmaler gebaut bin. Und sobald ich meine Arme quasi ausstrecke, ist das Ganze eben für meinen Geschmack etwas zu kurz. Deswegen werde ich das Ganze leider zurückschicken. Allerdings habe ich die große, große Hoffnung, dass ich das Ganze eben in der Größe XL finde. Und ich werde mich direkt bei Trivia Shop melden. Aber schaut euch das Ganze im Fit vielleicht selbst einmal an. Ich finde, das Ganze sitzt halt etwas cropped am Körper. Das mag ich persönlich gerne. Und auch bei Cardigans bin ich ein großer Fan davon, wenn das Ganze nicht unbedingt immer so oversized ist, sondern eben, wenn man das mit einem T-Shirt trägt, vielleicht auch mal ein bisschen näher am Körper, ein bisschen körperbetonter sitzt. Und ich finde sowohl die Optik offen als auch die Optik geschlossen ziemlich nice. All in all sollte euch das vielleicht einen kleinen Geschmack auf die schwedische Mode gegeben haben. Ich habe unheimlich viele Sachen von Our Legacy und ich bin mir ziemlich sicher, dass in naher Zukunft auch mal dazu ein Video kommen wird. Vielleicht meine Kollektion von Our Legacy oder warum ich den Brand so feiere, warum es mein Lieblingsbrand ist. Für Trivialshop gibt es auch als abschließendes Fazit von mir den Daumen nach oben. Rein optisch finde ich den Cardigan extrem krass. Wie gesagt, ich bin großer Fan von der Zusammensetzung. Auch die Farbe persönlich. Ich finde, mir steht das Ganze sehr gut. Ich mag Rautöne, ich mag auch so einen Mintton und dementsprechend hoffe ich auf die XL. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal und lasst bitte einen Daumen nach oben da. Somit helft ihr dem Algorithmus, mich besser zu platzieren. Und ja, wenn ihr gerne eure Meinung zum Cardigan sagen wollt, was habt ihr euch vielleicht so für Strickware schon für das Jahr geholt? Was tragt ihr so im Winter? Das würde mich persönlich interessieren. Und mit den Worten verabschiede ich mich und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag pünktlich um 10 Uhr. Mein Name ist Phil und ich bin jetzt erstmal raus.